Leute, hier wieder Pandiro, diesmal mit einer freundlichen Begrüßung zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Saphir Grass Type Only Run. So, unser Team sieht wie folgt aus. Wir haben einen Wusune, ein 10 Feet Ganja, ein Fungi, Ike Maus, Knecht 2 und Bidibong. Bevor ich anfange, habe ich vor, in diesem Part ein kleines Spiel zu machen. Ich werde in diesem Part, keine Ahnung, wie oft mein Lieblingswort sagen, Wusune. Und ihr müsst mir sagen, wenn ihr das Video gesehen habt, wie oft ich das Wort Wusune in diesem Part gesagt habe, damit ich auch mal eine Ahnung von dem habe, was ich hier überhaupt tue. Derjenige, der mir als erstes schreibt, wie oft ich Wusune geschrieben habe, für den lasse ich mir was Besonderes einfallen im Part. Irgendeine besondere Widmung oder was weiß der Geier was. Also dann fangen wir mal an hier. Wusune is the greatest! So. Wo wollten wir hin? Ach, genau. Weil. Ah, genau, wir können ja jetzt surfen, gell? Heißt, wir müssen. Da irgendwo hin, gell? Oh, no, no, im Weg! Auf, komm schon, Wusune! Ich hab gehört, Wusune ist the greatest. Los, Wusune! So, hier waren wir schon. So, da unten geht's nach Graffiti City. Wo wollten wir hin? Ich wollte ganz woanders hin, gell? Scheiße, wir waren doch richtig hier. Ich wollte doch hier unten die ganzen Penner besiegen. Und zurück! Warte, ich mach's ganz einfach. So, sind wir wieder hier. Ich hab gehört, wo es next the greatest. Hab's auch gehört. Hammer, gell? Ach, was will ich in Wurzelheim? Sorry, Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß nämlich nicht wirklich, wo ich lang muss. Deswegen muss ich meinen ganzen Tagesablauf rekonstruieren. Ah. Wie lange? Ah, hier, genau. Bah. So, Mr. Sack fängt immer hier an, gell? Okay, jetzt müssen wir da runter. So, dann wollen wir mal nicht. Unsere erste Trainerin. Der blaue Himmel, das unendliche Meer, es ist so friedlich. Eine Herausforderung von Schwimmerin Hydrun. Los, Wusune! Wusune fängt an mit einer Kugelsat-Attacke. Welche zweimal getroffen hat. Meryl kommt mit Walzer, was meinem Wusune nicht viel ausmacht, aber Kugelsat kann es. Nein, nur zweimal getroffen. Und Wusune nochmal Kugelsaat. Woo! Besiegt! Jock Gesell! Wusune hält 334 B-Punkte oder was auch immer. So. Und weiter geht's. Weiter geht's. Hier, komm her, kämpf! Ah, ein Wingull. Nein! Do! Na komm, der darf nur keinen Flügelschlag. Gut. Kommst du her? So. Komm schon, Wusune. Scheiße. Und er macht Kugelsack, zweimal getroffen. Warum trifft er nur zweimal? Soll es mehr treffen? Zwei, drei. Yeah, und noch einmal Kugelsack mit Wusune. Und Wusune hat gewonnen. Und Wusune reicht aber 24. Versucht nicht zu erlernen. Bockt mich keinen Meter, aber nochmal weinen mal. Oh shit. Alter. Ein KP mit Wusune. Und besiegt. Geil. Aha. Dagmar wurde besiegt. Erstmal gucken, was ich an Heilmitteln hier für Wusune dabei habe. Okay, Trank. 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 Das langt. Ey, das hat sich gereimt. Chock Gisell. Chock, 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 chock. Und hier ist der nächste Sack. Puh, als ich dich sah, habe ich zuerst gedacht, dein Kind würde ertrinken. Junge, siehst du nicht, auf was für einen fetten Panzer ich da drauf reite? Sehe ich aus, als ob ich ertrinken würde?
Du sollst mal das Wasser aus deiner Brille rausspülen, du Depp. Kugelsaat! Ah, scheiße, das läuft nicht sehr gut. Super Trank. Oh, Energy Focus. Ja, der greift nicht an. Der Idiot macht Energiefokus und greift nicht an. Oh, Wusnerreste bei 25 versucht Verwurzler zu erlernen. Äußerst Chock. Äußerst Chock. Wir bringen es ihm bei. Wusner hat Wachstum vergessen und erlernt Verwurzler. Na, jetzt ist Konstantin ersoffen. Der alte Stecher. Du Stecher. Oh, hier ist noch so eine kleine Ho. Eine Herausforderung von Ho Nicole. Warte mal. Bock mich nicht. Wir machen einfach Kugelsaat. Los, Wusner. Soll ich mal ganz, ganz fies sein? Wusner, 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 Wusner! Bah. Boah, noch so ein Stecher. Noch so ein Stecher. Tentacher. Oh, du Hässling! You ugly shit! Das kann anstrengend werden für Wusner. Aber wir haben nicht umsonst Egelsamen. Bisasam, Bisasam, Bisasam. Oh, jetzt gibt's pure auf Nagel. Bam. Oh, viermal getroffen. Alter, das ist voll die Kapi Draining Machine, aber nichts gegen Kapaloris, gell? Bam. Oh, oh, geil. Und Tentacher besiegt. Wusner erhält 585 Erfahrungspunkte. Das nächste Tentacher folgt. Alter Sack. Nein! Wusner! Okay, das war's. Jetzt muss ich mich rächen. Los! 10 Feet Ganja! Schaufler-Attacke! Ruckzuck-Hype! Und 10 Feet Ganja reicht Level 26. You racist bastard! Hau ab! Oha, Level 34. Chalk. Schade, dass es kein Water-Type-Only-Run ist. Dann wäre dieses Tentacher Level 34 sofort in meinem Team. So, jetzt sind wir hier in Faustau Hafen angekommen. Wir können gleich Wusner heilen. 8 Minuten sind vorbei. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Nicht weg. Genau. Nein. So, jetzt geht's weiter, Leute, hier. Eine Herausforderung von Ho Almut. Los, Wusner! Zweimal getroffen nur. Okay, okay. Mhm. Und Meryl wurde besiegt. Wusner erreicht Level 26. So, wen nehmen wir mal hier? Nein, nicht Fungi, Fungi. Auf, komm. Wusner schafft es schon. Okay. Oder auch nicht. Geiler Typ. So. Jetzt für alle, die Wusner killen wollen. Weil wegen dir Spaß darf ich wieder zurück. Mein Wusner heilen. So. Jetzt komm her, du Stecher. Ah, Manuel. Oh, bam! So, Leute, nur noch eine Stunde und 15 Minuten Aufnehmzeit, dann darf ich ab ins Training gehen. Aber bis dahin werde ich Parts aufnehmen. Mal sehen, wie weit ich komme. Auf ein Highlight freue ich mich schon, und zwar der Kampf gegen die sechste Arenaleiterin.
Das ist wieder so eine Sache von wegen Flugschwäche. Vorher hatte ich das Problem gedacht zu haben mit der vierten Arena-Leiterin von wegen Feuerschwäche, aber das war ja totale pure Aufnage, wie ihr gesehen habt. Deswegen würde es mich interessieren, wie der Kampf mein Team gegen das Team von der sechsten Arena-Leiterin aussehen würde. Hier ein Doppelkampf. Herausforderung von Geschwister Erko und Stefan, Erko und Bea, Goldini und Tentacha. Los, Wusne und Bidi Bidi Bong Bong. Ach, scheiß drauf. Hier, ich mach einfach. Geil. Ja, Umklammerung leck. Scheiße, Wusne wurde verwirrt, aber er setzt Egelsamen tapfer ein, was ich äußerst schock finde. Jetzt haben beide Egelsamen am Hals, was ich total cool finde. Weil ich jetzt mit so einem fetten Megasauger reinhaue und den die ganze KP wegtrain, vorausgesetzt Biggie Bong verletzt sich selbst, was es auch tut, was ich ziemlich scheiße finde. Genauso wie Bruce Nell. So, aber die bekommen sowieso Schaden durch Egelsamen, von daher bockt mich das nicht wirklich. Säure trifft ja beide, scheiße, voll vergessen. Aber Biggie Bong ist nicht mehr verwirrt, macht Megasauger und Tentacha zieht die Hälfte ab. Bruce Nell ist hier fast am Sterben. Oder auch nicht. Deswegen würde ich erstmal Tentacha aus dem Verkehr ziehen, weil Tentacha bockt am meisten auf, da es keine Pflanzenschwäche hat, sondern nur Psycho und Boden. Ob es Käfer hat, weiß ich nicht, aber ist jetzt im Moment eigentlich egal, da ich hier keine Käferattacke habe. Und Bidi Bong erreicht Level 26. So, jetzt haben wir mal hier rein. Und Goldini wurde besiegt. So. Ah, hier unten ist noch so ein Stecher. Kommst du her? Das Meer ist wie mein Garten. Lass uns kämpfen. Toll! So, du Floristiker, jetzt komm mal her. Ich tritt in deinen kleinen Blumenarsch rein. Und besiegt! Das ging. Leute, ich war gerade weg, ich hab mir... Gerade eben habe ich mich am Kopf gekratzt und als ich wieder meine Hand weggezogen habe, habe ich mir mein Headset vom Kopf gerissen. Aber egal. Gehen wir mal zu der kleinen Hau hier. Kennst du einen kleinen Ort namens Faustauhafen? Nein, ich bin gerade nur zufälligerweise aus der Richtung von Faustauhafen gekommen. Natürlich kenne ich den Ort. Mann! Wie dumm die alle sind. So, ich tu mal meinen Knecht opfern. Ey, wenn Knecht jetzt besiegt? Ich schwör's dir. Okay. Dafür kommt Fungi rein. Voll der Revenge Kill. Bah. So, noch die nächste Hau. Los, Busne. Sieh mal das Blubber ein, was nächster verkriegt ist, aber Busne haut die Kugel da derbe rein. Trifft natürlich nur zweimal, sodass nur rote KP übrig bleibt, was eine weitere AP-Verschwendung für Kugelsatt ist, aber egal, ich sag ja nur so. So. Ich hab nicht gesehen, ach, Marin. Oh Gott. Ey, Kugelsatt hört sich an wie so eine Kalaschnikow. Wie hieß die Sieglinde? Ich hab grad Spiegelcape gelesen, ich weiß nicht warum. Oh, Tentacha Level 5. Nein. Du Hässlichkeit! Du verdammte Hässlichkeit! Du verdammte drecksgeblasene Hässlichkeit! Fick dich, Mann! You bastard! Hau ab! Mein Traum ist es durch die 7. Hau ab. Hau ab, hau ab. Ich mach's vom Kopf kaputt. Oh, wieder so eine hässliche Missit. Komm her, du Migget. Ich tu dich paralysieren. Ja, du wurdest gerade gestachelsporisiert. No way, Josie. Ah, es holt mir meine KP wieder zurück.
Vampir.